on open source hardware with open source chip design. Who here in the audience uses Linux? Please, a short sign of hands. Feels like almost 100%, I would say. Okay, 100% of people use Linux. So who of you uses it on open hardware? Please, another show of hands. Yeah, that's not too many. Who of you would like to use it on open hardware? And I guess that's why you're here. So I'm glad that we have Drew Fustini here, our new speaker. He's an open source hardware designer and embedded Linux developer, and also the vice president of the Open Source Hardware Association. And who better to tell you how to run your Linux on open source hardware? Please welcome Drew with a big warm round of applause and have fun with this talk. Thank you very much. Thank you. Danke. I'll skip past my introduction. Ich überspringe mal die Einführung. Es ist Kongress, also die meisten von euch sind wahrscheinlich mit Open Source halbwegs vertraut und ich wollte euch nur noch mal kurz erklären, was Open Source Hardware ist. Also Open Source allgemein, da ist Linux zum Beispiel ein gutes Beispiel. Es gibt Android, da ist auch Linux drin, LibreOffice, mit dem ich zum Beispiel auch diese Präsentation gemacht habe. Firefox ist ein Open Source Browser. Also ihr kennt den Begriff Open Source Software, denke ich, ganz gut. Also, ja, es geht darum, dass man die Software modifizieren und teilen kann, weil eben das ganze Design, der Entwurf, die Entwurfsbasis der Software öffentlich verfügbar ist. Wenn wir jetzt aber über Open Source, ja, also im Kontext von Open Source benutzen Leute verschiedene Begriffe, benutzen Free, Libre, Open Source Software. Sie haben alle verschiedene Hintergründe und in diesem Vortrag werde ich die jetzt häufig ein bisschen zusammenwerfen und einfach sagen Open Source Hardware. Andere Leute benutzen die Begriffe Free Hardware oder Libre Hardware. Also, ja, Open Source Hardware ist Hardware, deren Design öffentlich verfügbar ist, sodass alle das sich anschauen können, modifizieren können, weiterverteilen können, die Hardware tatsächlich herstellen können oder auch verkaufen können. Und ja, damit sind wir, also das haben wir uns vor circa 10 Jahren ausgedacht auf dem Open Hardware Summit. Wir wollten ja einfach eine Definition haben. Ja, da geht es dann nicht nur um Elektronik, es geht auch um das mechanische Design. Im Prinzip jedes physikalische Objekt, von dem man die Designdateien irgendwie freigeben kann. Im Kontext von Elektronik, was wir uns jetzt hier anschauen, ist hier zum Beispiel dann dieses Schematic auf der linken Seite oder das Layout des, der Platine auf der rechten Seite. Und oder zum Beispiel auch die Bill of Material. Wenn wir uns ja die Ausgaben anschauen, dann reden wir in der Regel über die Dateien, die aus der die CAD-Software benutzt, die man dann auch noch bearbeiten kann, also zum Beispiel die Dateien, mit der man KiCad oder Eagle-Projektdateien speichert. Und was auch wichtig ist, ist, dass man sicherstellt, damit Leute das dann auch tatsächlich bauen können, dass die Materialien, also die einzelnen Bausteine, verfügbar sind. Und das wird dann in der Bill of Material zusammengefasst. Also, wie viele von euch haben denn schon von Arduino gehört? Okay, ganz schön große Menge. Also, Arduino war ein Mikrocontroller-Board, das an einer kleinen Uni in Italien entwickelt wurde, vor mehr als 10 Jahren. Und das war gut genug, um eine ganze Reihe an interaktiven Elektronikprojekten zu machen. Und sie haben eben das Hardware-Design und den Code dazu im Internet verfügbar gemacht. Und das hat dann sehr stark abgehoben. Viele Leute haben es für unterschiedliche Projekte verwendet. Und ja, wenn ihr euch zum Beispiel die Vortragsseiten anguckt, dann habe ich das auch alles verlinkt. Also eine Sache, die interessant ist, ist, dass als Arduino angefangen hat, haben sie erklärt, was denn ihre Motivationen dabei waren. Also das kann ich wirklich nur empfehlen anzuschauen. Eins der populärsten Arduino-Boards ist das Arduino Uno. Und woher wissen wir denn jetzt, dass es Open-Source-Hardware ist? Wenn wir uns die Webseite anschauen, dann kann man die Design-Dateien runterladen. Das ist in dem Fall die Eagle-Design-Software. Und wir können auch die Schematic, also ja, den Layout-Plan der Platine, herunterladen. Wir müssen uns natürlich auch über Lizenzen Gedanken machen. Und da gibt es viele verschiedene Optionen. Es gibt zum Beispiel die Creative Commons Lizenzen,
Was da sehr verbreitet ist, ist die CC BY SA. BY steht für Attribution und Share Alike SA. Es gibt dann auch noch einen Blogpost. Also es gibt dann noch einen Blogpost, der erklärt, warum man die Non-Commercial Clause nicht hinzufügen sollte, wenn man will, dass es immer noch der Philosophie von Open Source Lizenzen folgt. Es gibt dann auch noch andere Lizenzen, sowohl zum Beispiel die permissiven Lizenzen wie Apache, BSD, MIT oder die Copyleft-Lizenzen. Und dann gibt es spezifische Lizenzen für Open Source Hardware, die wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen wollen. Das CERN ist ein großes Physiklabor in Europa, die eben dieses Open Hardware Repository entwickelt haben. Und ja, sie bauen im Prinzip Elektronik für ihre Physik-Experimente und sie möchten das mit anderen Laboren auf der ganzen Welt teilen und haben aus diesem Grund die Open Hardware License sich ausgedacht. Ja, einer der Menschen, der da dran arbeitet in diesem Team, ist Javier Serrano. Und es gibt hier ein gutes Video, in dem er erklärt, was denn die Motivation tatsächlich dahinter war. Es gibt nicht nur Lizenzen, es gibt auch Copyright und Patente. Adi Douglas hatte vor ein paar Jahren einen interessanten Talk darüber gegeben, das ist hier ebenso verlinkt. Dabei spricht er davon, was gut für dein Projekt ist, abhängig davon, was für Ziele man erreichen möchte. Er spricht darüber, was für Optionen man so hat. Worum geht's hier? Was ist der Grund, warum wir darüber sprechen? Der Grund, warum ihr ein Open-Source-Hardware-Projekt machen möchtet, ist, weil ihr möchtet, dass andere Leute dann beitragen. Ihr möchtet, dass andere Leute beim Design mitarbeiten. Und das ist der Hauptgrund, warum ich sagen würde, dass Leute das veröffentlichen sollten. Wenn ihr nicht daran interessiert seid, dass andere Leute daran teilhaben, dann wäre das wahrscheinlich nicht das Richtige. Es wäre wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das denn möchte oder nicht. Ich habe am Anfang die Open Source Hardware Association erwähnt. Das ist ein Non-Profit. Es gibt aber Board-Members von überall aus der Welt. Eine der Sachen, die wir machen, ist, dass wir die Definition von Open Source Hardware zur Verfügung stellen. Wir haben Best Practices Guides. Wir veröffentlichen alles, was ihr dafür braucht, um eure Open Source Hardware Projekte zu veröffentlichen. Aber die Hauptsache, die wir machen, ist das Open Hardware Summit. Und das wird diesen März stattfinden in New York. Ich hoffe, dass ein paar von euch es dahin schaffen werden. Das wird unser 10. Mal sein, dass wir es durchführen. Dieses Jahr machen wir aber was anderes. Wir haben den Open Hardware Oktober. Dabei geht es darum, dass Leute von überall aus der Welt Meetups organisieren, Talks und Workshops machen. Wir fangen mit einem Event in Wien an. Wir hatten bereits 40 Events in 14 verschiedenen Ländern. Und wir werden das wieder machen im Jahr 2020. Und ich hoffe, dass ein paar von euch dann auch teilhaben werden. Falls ihr euch wundert, was da so passieren wird, könnt ihr euch die Talks ansehen. Die sind hier in den Slides verlinkt. Es gibt verschiedene Projekte, die Leute machen. Ich mache viel Elektronik, aber es gibt andere Projekte wie zum Beispiel Wissenschaft, Kunst oder Design. Eine andere Sache, die wir machen mit der Open Source Hardware Association, ist ein Zertifikationsprogramm. Dabei geht es um Software-Zertifikation. Dabei geht ihr auf diese Website, füllt die Informationen aus, gibt uns die Links zu euren Design-Files und Dokumentationen und dann bekommt ihr dieses Logo. Und der Wert, der darin steckt, wenn ihr ein Projekt macht, dann könnt ihr dieses Logo auf eurer Verpackung tun und Leute können es als ein Open-Hardware-Projekt identifizieren. Und sie können auf die Website gehen und die ID-Nummer eingeben. Und da sind dann die Dokumente verknüpft.
Wenn ihr irgendwie ein bestimmtes Device möchtet und ihr dieses Logo seht, dann könnt ihr online gehen und in der Datenbank nachsehen. Also wenn ihr daran interessiert seid und mehr darüber wissen wollt, über die Open Source Hardware Association, geht auf diese Website, ihr könnt Mitglieder werden. Wir haben Mailinglisten, wir haben Forum. Wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, dann ist das Handle OH Summit. Und wir haben noch ein Handle für das Event im März. Alicia Gibb ist eine der Leute, die das gestartet hat. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Building Open Source Hardware. Es ist ein sehr gutes Buch und ich empfehle es euch, das mal anzusehen. So, der Grund und das Thema dieses Talks ist Linux auf Open Source Hardware und das sind meine zwei Lieblingsdinge. Eins meiner Lieblingsprojekte wurde von Bunny entwickelt. Er hat einen Talk am ersten Tag des Kongresses gegeben und Sean Cross. Was ich hier sehe, das ist ein komplettes Open Source Laptop. Alles in diesem Laptop ist Open Source. Es kam etwa 4 oder 5 Jahre, es ist her, dass es herausgekommen ist. Ich habe meines für viele Jahre benutzt. Es ist ein Laptop, das man jeden Tag benutzen kann. Es hat aber noch ein paar extra Features, wie zum Beispiel ein FPGA und ein Software-Defined Radio. So, was kommt als nächstes? Wenn ihr auf die CDC-Area geht, hier im Kongress, könnt ihr euch das Reform-Laptop anschauen. Und das ist ebenfalls ein komplettes Open-Source-Hardware-Laptop. Ich würde euch empfehlen, euch das anzuschauen. In der CDC-Area ist das zu finden. Ein anderes Projekt, an dem ich involviert bin, ist das BeagleBoard. Das ist eine Organisation, die dabei hilft, Open-Source-Hardware-Computer zu erstellen, und zwar für Maker und für Studenten, aber auch für professionelle Menschen. Wir arbeiten mit verschiedenen Herstellern zusammen, wir arbeiten mit der Community zusammen. Das BeagleBoard-Projekt hat damit gestartet im Jahr 2008 mit diesem Board, das ihr hier seht. Das war ein ARM-Computer, weil das damals von vielen Leuten gewünscht war. Und das war ein sehr populäres Board. Das hier ist das zweite Board, das BeagleBone. Und das passt in eine kleine Dose rein. Wenn ihr bereits ein BeagleBoard benutzt habt, dann wahrscheinlich das BeagleBone Black. Das ist das populärste. Weil es Open Source Hardware ist, gibt es verschiedene BeagleBone Boards von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Preispunkten. Und ja, verschiedene Hersteller machen unterschiedliche Dinge. Die einen haben sich dazu entschieden, HDMI-Ports hinzuzufügen. Ein anderes ist ein bisschen teurer und das hat dann aber Industrial-Grade Components dabei. Das Wichtige mit Open-Source-Hardware ist, dass Leute die Möglichkeit haben, die Open-Source-Hardware zu nehmen und Derivate davon zu machen. Hier ist eine sehr einfache Lösung. Ein sehr einfaches Board-Layout, ein 4-Layer-PCB, wo es Eagle-Files und Keycat-Files gibt. Wenn ihr damit erfahren seid, dann mit ein bisschen Erfahrung kann man dann die Teile selber bestellen und sein eigenes bauen. Oder wie es Kumar gemacht hat, der hat einen Logik-Analyse-Tool gebaut. Er hat also den BeagleBone genommen und seine Sachen drauf gebaut, die er brauchte. Und zum Beispiel das den Gigabit-Netzwerkport. Also er hat halt einfach den Pocket Beagle genommen und deswegen weiter modifiziert. Und hier ist jetzt ein Beispiel von dem Logo, von dem ich gerade geredet habe. Das ist eins der neuesten Boards, was wir rausgebracht haben. Das haben wir im Sommer registriert.
also da wir aus den USA sind, hat man dann den US-Country-Code und dann die 169. Also so, dass es halt einfach für Leute ist, zu erkennen, dass es halt ein Open-Source-Hardware ist und man einfach in die Datenbank gehen kann und dann die Daten dazu findet. Also, was ich noch erwähnen wollte, ist Olimax. Das ist eine Firma aus Bulgarien, das ist eine der besten Firmen, die ich kenne. Und die haben eine Produktlinie, die haben eine Open-Source-Produktlinie. Und die haben auch einen tollen Blog da dahinter über Open-Source-Hardware, könnt ihr euch mal anschauen. Also vor ein paar Jahren haben die ein ARM 64-Bit-System rausgebracht, was komplett Open-Source war. Komplett in KiCad, was ebenfalls eine freie Software ist. Und in Forstem wurde das Ganze dann vorgestellt, wie der Prozess vorgestellt wurde und wie in den proprietären Prozess von auf KiCad umgestellt hat. Und falls ihr noch nicht von KiCad gehört habt oder PyCad, es kommt nicht darauf an, wie es ausspricht. Es ist eine Software, um Chips zu entwickeln. Es läuft auf Windows, Mac oder Linux. Und es gibt dort Entwickler, irgendwie, die am CERN beschäftigt sind. Und es gibt Leute, die auch Vollzeit dran arbeiten. Und es ist echt schön zu sehen, dass da jetzt Leute gibt, die dieses Tool wirklich professionell entwickeln als Vollzeitjob. Wenn ihr es ausprobieren wollt, gibt es ein Tutorial auf YouTube, Getting to Blinky, was einem das Ganze erklärt. Also Olimax hat noch also das Board, was sie entwickelt haben, genommen und haben daraus dann einen Laptop gebaut, was ich als was Teres One heißt. Die Design-Files sind auch auf GitHub zu finden und die Idee ist halt ein modulares Laptop zu bauen, wo Leute verschiedene Boards reinbauen können. Und das ein anderes interessantes Projekt war The Chip. Die Idee war, daraus einen $9 Computer zu bauen. Es gab einen tollen Kickstarter dazu. Leider ist die Firma 2018 pleite gegangen. Aber das Schöne daran, es war alles Open Source. Das Schema war, das PCB-Layout war Open Source, alles. Daraus wurde der Pocket Chip entwickelt. Aber leider ist die Firma pleite gegangen. Hier gab es, Christopher hat sein eigenes Board entwickelt, also was sich an dem Pocket Chip anlegt. Wenn man hier auf die Links klickt, sieht man, dass Doom drauf läuft, was immer die Demo ist, die man im Linux-System zeigt. Dann gab es da noch dieses andere Board. Das ist ein bisschen größerer Formfaktor für Mikrocontroller. Und es ist ein komplettes Linux-System, was darauf läuft. Und es ist komplett Open Source. Und es gibt auch eine Crowdfunding-Kampagne, die dieses Jahr lief. Und eine der Sachen, die ich hier auch noch reden wollte, vor allem hier im Kongress, ist die Idee über Open Source und FPGAs. Und ich werde euch erzählen, wie sich das mit Linux verträgt. Was über die letzten Jahre passiert ist, und wahrscheinlich waren hier auch viele Leute, die am Kongress sind, daran beteiligt, wie zum Beispiel Clifford Wolf. Die haben dann offene Software-Tools gebaut, dass man nicht die proprietären Programme der Hersteller verwenden musste. Und hier ein Überblick gab es im Hackspace-Magazin. Wenn ihr das PDF könnt ihr kostenlos runterladen, wenn ihr es euch anschauen wollt. Vor ein paar Jahren gab es von Christopher Wolf einen Vortrag vom Kongress, wo er über den Lattice ICE4D redet. Und da hat er verschiedene Softwareprogramme geschrieben, um den FPGA zu programmieren. Und das Projekt hieß iStorm und ein paar Jahre später hat David Shaw auch offene Software dafür entwickelt, die ein bisschen mehr konnte, die dann ECP5 hieß. Und in den letzten Jahren gab es das Projekt X-Ray und Simbiflow, die
Open Source Software Tools entwickeln, um Xilinx FPGAs zu programmieren. Also, warum ist das jetzt für Linux wichtig? Also, wenn ihr einen FPGA habt, der mächtig genug ist, dann kann man da tatsächlich einen sogenannten Softcore drauf tun und da kann man dann Linux drauf ausführen. Greg, der auch hier auf dem Kongress ist, hat dieses coole Board hier entwickelt, Orange Crab, und er hat es tatsächlich gestern geschafft, Linux da drauf zum Laufen zu bekommen. Ihr könnt die Downloads, ihr könnt das Design von diesem Board herunterladen und dann Linux auf einem Software auf diesem FPGA laufen lassen. Ein anderes Board dieses hier, das kam aus einem Hackerspace in Kroatien. Es benutzt auch den ECP5 FPGA, um Linux darauf auszuführen. Und dafür gibt es auch eine Crowdfunding-Kampagne, die könnt ihr euch auch anschauen. Und dann gibt es noch David Shah, auch ein bekannter Open-Source-Entwickler, der dieses Trellis-Board entwickelt hat, das man hier sieht. Es ist relativ attraktiv für den Nutzungsfall, dass man Linux darauf ausführt. Es hat 1 GB RAM. Man kann es auch, ist komplett auch Open Source, kann man herunterladen, bauen, Linux drauflaufen lassen. 2019 gab es auch die Hackaday-Konferenz, da haben alle diese Badge bekommen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Gameboy, aber die haben tatsächlich auch wieder diesen ECP5 FPGA da drauf, auch wieder mit einem Software, der Linux ausführen kann. Also das ist schon irgendwie ein Trend, den man so ein bisschen sieht in letzter Zeit. Ja, dann gibt es auf dem Kongress ja auch die Open FPGA Assembly. Und ja, hier sieht man so ein bisschen, wie so ein Softcore tatsächlich aussieht, wenn die einzelnen Gates dieses Softcores dann tatsächlich mal auf dem FPGA platziert werden. Ja, eine Art und Weise. Also wie macht man denn überhaupt, wie synthetisiert man denn überhaupt so ein Softcore, wie baut man das? Und was da ganz wichtig ist, ist eine Software, die LightX heißt, die es ermöglicht, ein System-on-Chip innerhalb von dem FPGA zu bauen. Benutzt eine Python-artige Sprache, die MyGen heißt. Und da gibt es einen Blogpost von Bunny, der die Vorteile von dieser Sprache erklärt. Ja, was kann man dann damit bauen? Man kriegt damit einen DRAM-Controller, PCI-Controller und so weiter und kann im Prinzip diese einzelnen IP-Bausteine, so heißen diese einzelnen fertigen Bausteine, zusammenbauen zu einem System-on-a-Chip. Und was einem LightX auch ermöglicht, ist dann eben einen RISC-V-Softcore laufen zu lassen. Und das ist das, was die Orange Crab Software verwendet. Also das, was zum Beispiel in dem Hackaday-Projekt verbaut war. Ja. Also Linux on LightX ist das, was sehr viele Leute da verwenden. Hier ist ein Screenshot davon, wie das aussieht, wenn es bootet. Also ich habe ja jetzt schon ein bisschen erzählt, ich habe ja RISC-V jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und für diejenigen, die es nicht kennen, ihr habt ja vielleicht schon mal von x86-Set oder so gehört, das ist ein Instruction-Set. Das sind also die Instruktionen, die der Prozessor ausführt, wenn ihr Code schreibt, den dann kompiliert, dann läuft das so auf der CPU. Und ja, RISC-V ist ein Instruction-Set, das an der Berkeley-Universität in Kalifornien entwickelt wurde und das ist Open Source. Das bedeutet, dass jeder das in einem Chip oder FPGA implementieren kann. Und ein Beispiel dafür ist ja, von der Uni Columbia, die ihren eigenen Mikrocontroller entwickelt haben, basierend auf RISC-V. Das ist der OpenV-Mikrocontroller. Der ganze Chip ist Open Source und er kann eben das RISC-V Instruction Set ausführen. Aber der ist leider nicht mächtig genug, um Linux auszuführen, sondern ist mehr für Mikrocontroller-Anwendungen gedacht. Anderes Design heißt Low Risk und die hatten die Idee, dass sie ein RISC-V-basiertes System on Chip entwickeln, um dann tatsächlich Smartphones daraus zu bauen.
Einer der Leute, die Loris gestartet haben, ist Alex Bradbury. Er hat einen sehr interessanten Talk vor ein paar Monaten gehalten. Der Link zu diesem Talk, den seht ihr hier. Er spricht über die Toolchains und so weiter, alles was da dann. Ähnlich dazu gibt es eine andere Organisation, die heißt FOSSI, die Free Open Source Silicon Foundation. Und was die machen, ist viele tolle Projekte zusammenbringen und eine Konferenz, die hier in Europa stattfindet, zu organisieren. In Portland, in den Staaten, gibt es auch eine Konferenz, die heißt LedgeUp. Außerdem haben sie eine Website namens LibreCores. Und dort gibt es Chip-Designs, IP-Blocks für verschiedene Anwendungszwecke wie IP-Boards. Und auf LibreCores kann man diese Designs mit anderen Leuten teilen und ja. Außerdem gab es dieses Jahr ein anderes Event namens Week of Open Source Hardware. Das gibt es ebenso online, könnt ihr euch ansehen. Eine andere Firma, die von den Leuten, die RISC-V, die hinter RISC-V stecken, die haben diese Firma gegründet und die bauen unter anderem diesen einen Microcontroller. Einer der Co-Founders und der CTO hat einen sehr interessanten Talk über das RISC-V-Ecosystem, der hier verlinkt ist. Sie haben sich dazu entschieden, alle Cores auf RISC-V umzustellen. Das hier ist ein anderes Microcontroller-Board, das auf diesem Cypher-Microcontroller basiert. Aber das kann leider auch kein Linux ausführen, weil es zu schwach dafür ist. Eine der Überraschungen letztes Jahr von der FOSDEM-Konferenz war, dass Palmer von Sci5 dieses Board vorgestellt hat. Das ist ein 64-Bit-Board. Es hat den einen Nachteil, es ist ein Evaluationsboard und deswegen ist es ziemlich teuer. Und deswegen, weil es die einfach nicht in großen Stückzahlen gibt. Also es gibt so High-End-Boards wie dieses, das sehr teuer ist, weil es geringe Quantitäten gibt. Und dann gibt es aber billigere Microcontroller das ist quasi ein Mikrocontroller mit sehr viel Speicher. Und es ist möglich, auf dem Linux auszuführen. Auf der Linux Plumbers Conference dieses Jahr gab es einen interessanten Talk zu diesem Thema. Und hier sind die Links dazu. Hier, es gibt einen Talk und es gibt Slides von der Konferenz. Außerdem haben sie in den, im Linux-Kernel Support dazu für den RISC-V-Prozessor hinzugefügt. Der Support ist da, aber er ist nicht besonders großartig. Wir können damit arbeiten, was wir haben, aber es ist nicht der tollste Support. Wenn ihr darin mehr interessiert seid, worauf Linux überall läuft, könnt ihr euch diesen Talk ansehen. Der ist ein paar Monate alt und da geht es darum, wie der Linux-Kernel auf RISC-V läuft. Die andere sehr coole Sache ist, dass Red Hat und Fedora Definition für Fedora Linux veröffentlicht haben. Wenn ihr solche Hardware nicht habt, könnt ihr trotzdem das auf eurem eigenen Computer testen mit einer Software namens QEMU. Was besonders Spannendes, was vor 2 Wochen auf dem RISC-V Summit vorgestellt wurde, war, dass NXP gesagt hat, dass es nächstes Jahr einen Linux-Chip geben wird. Das wird großartig, das würde uns erlauben, ein Board zu entwickeln, das nicht zu teuer ist und sehr viel Performance hat. Eine Sache, an der ich hoffentlich teilhaben werde, ist ein Board zu entwickeln, das unter $100 kostet. Eine Möglichkeit wäre es, FPGAs zu benutzen. Eine andere Möglichkeit wäre es, diesen Chip, der da rauskommen soll, zu benutzen. Und ich frage mich, ob das möglich ist, bis zum nächsten CCC-Kongress zu entwickeln. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr daran interessiert seid, dann bitte kontaktiert mich.
Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Zeit haben, aber jetzt wäre ich bereit für ein paar Fragen. Vielen Dank, das war die Übersetzung vom 36C3. Wir verabschieden uns gleich nach der Fragerunde aus der Übersetzerkabine. Bitte hinterlasst uns Feedback unter Hashtag C3T oder an feedback@c3lingo.org. Wir machen hier gleich weiter mit den Fragen. Sure, take your time. Just start talking into the microphone. Yeah, why is the microphone of the signal angel not working? All right, we'll just start with a question from microphone number two then, while the signal angel is working out his microphone. There you go. Hallo. Funktioniert das? It is on, it is on. Es funktioniert. Also, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe viel Spaß mit dem BeagleBoard, zusammen mit dem Bell System. Und ich habe es tatsächlich auf eine Bühne gebracht. Und eine der Sachen, die mich wirklich begeistert haben in dem Projekt, war der Xenemai Echtzeit-Betriebssystem. Es ist eine wunderbare Brücke zwischen den Performanz des Prozessors und des Octopus, der sich zu alles verbindet. Und es gibt da einen einfachen Einstieg. Und hast du mir dann noch mehr Beispiele? Ja, also nochmal kurz für die Leute, die damit mit den Fachbegriffen nicht ganz so vertraut sind. Der Xenemai ist eine Art Co-Kernel, der neben Linux läuft und Echtzeitanwendung ermöglicht, also zum Beispiel Audio mit geringer Latenz für irgendwelche Instrumente oder Motorenkontrolle oder sowas. Im Linux-Kernel gibt es viel Arbeit, um den Linux-Kernel besser für Realtime-Aufgaben verwenden zu können, aber ja, dieser Xenemai-Kernel ist der im Moment das, was viele Leute verwenden. Es gibt dann auch noch was, das Machine Kit heißt. Das ist ein System für harte Echtzeitanwendungen, also zum Beispiel, um einen Motorcontroller laufen zu lassen oder ja. Also bei Echtzeitanwendung ist immer die Frage, wie die Deadlines sind. Hier verwenden die jetzt Xenemai, weil sie eben eine minimale Latenz erzielen müssen. Aber bei Linux-Kernel gibt es halt eben auch viel Arbeit an Echtzeitunterstützung. Und ja, der ist da auf jeden Fall in letzter Zeit sehr viel besser geworden. Und wenn du da interessiert dran bist, also es gibt einige Leute im Raum. Okay. Also versuchen wir es nochmal mit einer Frage aus dem Internet. Muss man auf eine Hardware und Software Design nutzen muss, um man diese Zertifikation bekommen muss? Also wenn wir uns nach der Open Source Hardware Definition richten, dann kannst du eigentlich jede Hardware verwenden, die du willst. Aber für bestimmte Sachen wie mechanische Designs oder so ist tatsächlich proprietäre Software immer noch so die Norm. KiCad ist in den letzten 5 Jahren wirklich gut geworden, aber vor 10 Jahren haben die allermeisten Leute noch proprietäre Software genutzt für eigentlich sowohl mechanische Designs als auch Software- und Elektronik-Designs. Also für Kollaboration ist freie Software eigentlich immer besser, weil es einfach die maximale Anzahl an Leuten ermöglicht, daran teilzuhaben. Aber ja, es ist einfach im Moment noch keine Anforderung, sondern nur eine Best Practice. Wie weit ist die Performance auf einem RISC-V für tägliche Sachen? Also kann ich meine tägliche Programme darauf laufen lassen? Also das kannst du schon ausführen. Das eine Problem mit den Softcores auf den FPGAs ist, dass also zumindest bei diesem ECP5, den ich erwähnt habe, der läuft halt nur 50 oder 100 MHz. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich eben dieses SimpleFlow und Project X-Ray erwähnt habe, ist,
dass das uns ermöglichen wird, die größeren Xilinx FPGAs zu benutzen, die ja, uns die zumindest höhere Performance versprechen. Aber ja, also im Moment ist das noch nicht vergleichbar mit ARM oder Intel. Aber das Coole, wenn man FPGA hat, ist, dass man hinsichtlich der Peripheriegeräte sehr flexibel ist. Und ja, das heißt, ja, man kann, obwohl die ja, Taktfrequenz jetzt nicht so hoch ist, viele Funktionalität auslagern in Peripherie und die dann halt direkt mit dem FPGA bauen. Aber genau, das ist eigentlich das Problemmoment im Ökosystem, dass wir im Prinzip langsam mal tatsächliche Chips brauchen, damit wir auf ähnliche Performance wie bei ARM kommen. Denkst du, dass es möglich ist, einen Paketmanager für offene Hardware zu bauen? Also das ist eine sehr gute Frage. Also, ja, offene Hardware ist irgendwie so fast 20 Jahre der offenen Software hinterher. Denn ja, bei den Tools, die Leute so verwenden, um die Designs zu machen, da ist die Kollaboration einfach deutlich schwieriger, weil das ist einfach nicht dasselbe wie Quellcode. Wenn ich mir die Diffs in Git anschaue, dann sind die einfach nicht besonders bedeutsam. Also ja, wir brauchen zur Kollaboration bessere Tools, die uns ermöglichen, Änderungen wirklich gut anzuschauen und Pull-Requests und sowas tatsächlich zu einem sinnvollen Werkzeug zu machen. Also ja, ich sehe das schon, dass das ein Bereich ist, der dringenden Verbesserungsbedarf hat. Hinsichtlich Hosting von solchen Sachen habe ich tatsächlich heute mit jemandem gesprochen, der mit dem Open Source Hardware Observatory zu tun hat. Und ja, das würde auf jeden Fall die Sichtbarkeit von dem Projekt da draußen erhöhen. Und ihr könnt euch vielleicht auch mal LibreCores anschauen. Da gibt es auf jeden Fall viele einzelne IP-Teile wie Ethernet-Bausteine oder Speichercontroller, die man da einfach verwenden kann. Ja, Chip-Design ist ein bisschen besser, weil wenn man sich da die Hardware-Design-Sprachen anguckt, das ist eigentlich ziemlich wie normaler Quellcode. Aber ja, Hardware-Design, da ist tatsächlich noch viel Potenzial. In deinem Vortrag hast du gesagt, dass es da verschiedene Projekte gibt, die für kommerzielle FPGAs Sachen entwickeln. Gibt es Projekte, die offene FPGAs entwickeln wollen? Ja, also wir haben ja eben über Open-Source-Tools geredet, um die Sachen, um die Designs auf die FPGAs zu bekommen, aber dann geht es noch um Open-Source-Chip-Design. Und ich habe da jetzt noch nicht von so vielen, also von Projekten gehört, die einen Open-Source-FPGA bauen wollen. Aber ja, also wenn ihr davon irgendwas mal gehört habt, sagt mir Bescheid. Und in der Hardware-Hacking-Area hier auf dem Kongress sind Tim und noch jemand anders da, die vielleicht einen besseren Überblick haben, was in der Hinsicht so passiert. In dem ersten Talk von Bunny, am ersten Tag auf dem Kongress, ging es auch nochmal um dieses Thema. Wie sieht das Ganze mit der Performance pro Watt aus? Also, ja, da muss man unterscheiden, RISC-V oder FPGAs. FPGAs sind da definitiv nicht die beste Wahl im Vergleich zu einem ASIC oder irgendwas, das halt auf tatsächlich Silicon läuft. Ja, ich habe da jetzt aber noch nicht so viele Zahlen gesehen. Es sind tendenziell noch eher in den frühen Tagen von RISC-V. Und ja, gerade bei den Softcores, die werden einfach nicht gut sein. Es gibt dann noch ein Projekt von der ETH Zürich, das heißt PULP, PULP. Das steht für Parallel Ultra Low Power. Und das ist eine ja, Familie von Low-Power RISC-V-Kernen. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Wie du schon gesagt hast, gibt es da schon ein paar NDAs und Urheberrecht. Und eine der Folien, die du gezeigt hast, hast du den RISC-V-Core gezeigt. Und meine Frage ist jetzt, haben wir
haben wir alle Komponenten zusammen, um einen Open-Source-Prozess zu entwickeln? Ich glaube, da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Und da ist eben bei LightX genau eben die Arbeit daran, dass man tatsächlich alle IP-Blöcke zusammensucht, um ein vollständiges System on a Chip zu bauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Sci-Five anschauen, da ist zwar der Kern Open Source, aber der ganze, die, aber nicht alle IP-Blöcke da drauf sind Open Source. Und das heißt, wir hoffen, dass wenn zukünftig Leute Chip und System on a Chip Design machen, dass sie dann vollständig Open Source verwenden. Bei den Sci-Five Chips ist zum Beispiel das Problem, dass das Problem mit USB. Es gibt da zum Beispiel Anbieter wie Synopsys oder sowas, von dem man sowas einkaufen kann. Aber genau, da haben wir eben noch das Problem, dass es für manche Sachen einfach noch keine qualitativ hochwertigen Open Source IP Cores gibt. Und damit war das das Ende. Vielen Dank auch nochmal an alle Engel und euch einen schönen Abend. And of course, the biggest thank you again to Drew. Thank you very much for the awesome talk. Another big warm round of applause, please. Thank you.